Herzlich willkommen bei «Sicht und Mächte», dem Schweizer Tech-Podcast. Ganz herzlich willkommen zu Folge 174 mit mir und Philipp Brüeg, mit unserem Weltenbummler, Samuel Buchmann. Ahoi zusammen. Zurück aus der Türkei. Genau. Und unserem Kämpfer in der Schützengräbe von der Community, weil seine Artikel einfach immer diese aufregende, die arme Community. Der Luca Fontana. Hallo. Und unsere Meisterplotterin, die Michelle Brändle. Hoi. Du brauchst eigentlich den Plotter wirklich viel? Du schickst schon immer deine lässigen Sachen, du ausdruckst auf deinem Plotter. Ja, ich muss ja eigentlich auch. Plotter sonst Sachen, aber Plotter. Der, den ich jetzt am Tisch bin, bin ich eigentlich mega am Ausprobieren. Aber ich habe noch ein bisschen Struggles, wenn ich Kärtchen und so Sachen drücke. Irgendwie, was ist mit den Klingen nicht in Ordnung? Und darum, die feinen Sachen, die ich einmal machen will, gehen nicht. Also, aber ich bin am Ausprobieren, vielleicht kommt es noch. Das ist gut. Dann, und sonst Plot ist ein Komplott. Wow. Nachdem ich meine Star Wars-Welt geplottet habe für meine PC. Genau, sag das ganz dreimal ganz schnell hintereinander. Genau, über was reden wir heute? Und, weil Samuel, genau, er war ja eben in der Türkei gewesen, nicht zum Ferien machen, obwohl ich weiß es nicht, aber er hat vor allem eine neue fancy Sony-Kamera angeschaut und warum es sich lohnt, dort hinzufliegen, das erzählt er uns nachher. Es hat auch einen Pool gehabt. Oh! Ja, dann. Einfach nur unter die Nase reiben. Ich kann nicht dich da rauskicken. dann, ich rede über Nintendo, wo wir The Legend of Zelda verfilmen. Und dann der Luca erzählt uns das Ende vom Streik, offenbar, in Hollywood. Jetzt wirklich, oder? Er wird es sagen. Und dann reden wir weiter im Big Screen über The Marvels, wo tatsächlich mal wieder ein guter Marvels-Film soll sein. Der Name ist wenigstens da passend. Und in der Spielecke reden wir über Robocop, Rogue City und Thirsty Suitor. Aber dann fangen wir doch da mit unseren News. News. News aus der Tech-Welt. Samuel, genau. Du hast da von Sony bist du eingeladen worden. Und wohin bist du wieder geflogen? Ich habe schon vergessen. Auf Antalya hat Sony ganz viele Fachjournalisten und Journalistinnen eingeladen aus ganz Europa. Und unter der Angabe, es lohnt sich. Und das sagen sie natürlich immer, das ist klar. Und jetzt tatsächlich ist aber das mal wirklich etwas Grosses passiert. Die Kamerawelt. Ihr habt nicht gewusst, worum es geht. Und das ist auch sehr außergewöhnlich, weil in der Regel, das ist ein kurzer Blick hinter die Kulisse in dem Moment, in der Regel werden vor so Launches kommen die Medien immer so ein bisschen Vorabinformationen über, um was es geht, mindestens um welchen Produkttyp oder manchmal wirklich schon die konkreten Infos. Darum gibt es meistens halt auch irgendwo Leaks und so weiter. Das Mal hat es wirklich nur erst sehr, sehr kurz vorher hat es dann irgendwo Leaks gegeben, man weiss ja nicht, woher natürlich. Und sonst hat man das mal wirklich gar nicht bekommen, sondern einfach nur, kommt doch bitte, wir stellen etwas vor und es lohnt sich. Also krass. Du hast, glaube ich, nur gewusst, es ist eine Kamera und ein Objektiv, oder? Nein, die Kamera war nicht mal sicher gewesen. Ein Objektiv hat man gewusst sogar. Und die Kamera ist eigentlich so, man hat es einfach gedacht. Ich habe gefunden, ja gut, also ich wage das jetzt mal und bin dann auf Antalya geflogen und eben, wie gesagt, es ist tatsächlich etwas Größeres gekommen. Sie haben nämlich die Sony Alpha 9 III vorgestellt. Jetzt, das ist, grundsätzlich ist es einfach eine Sportkamera. Das ist ein nischiges Produkt, ist sehr teuer, kostet 6.600 Franken, ist wahnsinnig schnell. Das braucht aber die meisten Leute eigentlich nicht, oder? In dieser Kamera ist aber etwas passiert. Sie hat nämlich einen Global Shutter. Und jetzt, alle, die da nicht irgendwie so in dieser Fotomaterie drin sind, wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Wahrscheinlich das Shutter Island mit dem Leonardo DiCaprio, oder? Genau. Nein, natürlich nicht. Ich muss da schnell ein bisschen ausholen, damit auch so. Mehr? Ich weiß nicht. Ja, genau. Ich es nicht so will sagen. Versteht, um was es da geht. Eine klassische Kamera hat ja einen Verschluss, das heisst, sie macht auf. Dann kommt Licht auf den Sensor und dann macht der Verschluss wieder zu. Und das passiert in der Regel mechanisch. Und das ist halt wirklich so, haben so zwei Vorhänge, dann geht es auf, kommt Licht rein, geht wieder zu. Eben, jetzt, das ist der, wo du siehst, wenn du das Objektiv abnimmst,
Und dort würdest du drauf schauen, zumindest genau. Bei Eltern. Oder ja, bei Eltern. Wenn er kaputt genau, bei den Spiegelreflexkameras siehst du den wirklich noch. Wenn du das Objektiv wegmachst, dann siehst du, der Sensor ist quasi nicht exponiert, sondern noch ist ein Verschluss davon. Das ist auch gut, damit nicht so viel Staub drauf kommt natürlich. Und seit kein Spiegel mehr hat in den neueren Kameras, die sind ja alle spiegellos. Das heisst, du schaust nicht mehr durch einen optischen Sucher, sondern eigentlich auf dem Bildschirm, der einfach das Bild darstellt, wo der Sensor sieht. So, jetzt seit dort braucht es den mechanischen Verschluss im Prinzip nicht mehr unbedingt. Mhm. Du kannst den Sensor auch einfach offen lassen. Und dann kannst du sagen, so, jetzt mache ich ein Bild, ich drücke auf den Auslöser und jetzt liest du mir bitte das Bild aus, was in dem Moment passiert. Das ist dann so der sogenannte elektronische Verschluss. Was eigentlich nicht mehr kann, also ist kein Verschluss mehr in dem Sinne, man sagt einfach so, weil es früher halt der mechanische Verschluss war. So, jetzt, wenn du das Bild auslesest aus so einem Sensor, dann passiert das aber nicht sofort bei den klassischen Sensoren, sondern Ziele für Ziele. Das heisst, es fängt ganz oben links an. Das Pixel oben links wird zuerst ausgelesen, dann geht das Pixel für Pixel durch und am Schluss wird das unten rechts ausgelesen im Bild. Und weil das halt nicht alles aufs Mal passiert, sondern Pixel für Pixel sozusagen, kann in dieser Zeit natürlich etwas passieren auf dem Bild. Also du musst dir vorstellen, dass es gab vielleicht, je nach Kamera geht es länger oder weniger lang, also je nach Sensor. Es gibt so Stack-Sensoren, die neue, die machen das schon relativ schnell. Dort geht das ungefähr in 5 Millisekunden. Oder für alle, die fotografieren, das ist ungefähr eine 200stel Sekunde. Und das ist relativ schnell, aber es ist halt nicht sofort. Und der Effekt ist, wenn du jetzt etwas fotografierst, wo sich sehr schnell bewegt, zum Beispiel ein Golfschläger, der halt wirklich so durchgeschwungen wird, dann ist der Golfschläger in dem Moment, wo er in den ersten Zielen ausgelesen ist, irgendwo anders als zu dem Moment, wo die letzte Ziele ausgelesen wird. Und der Effekt ist einfach, der Golfschläger ist im Bild nachher krumm und nicht gerade. Also ist es so verzückt quasi, ja. Ja, genau, es gibt so Verzerrungen. Das ist bei Fotos ein bisschen das Problem und bei Videos kennt man das auch, wenn du jetzt eine Kamera nimmst und schwenkst, also die so von links nach rechts ziehst, relativ schnell, dann werden die gerade Linien halt auch schräg, eben weil es nicht gleichzeitig ausgelesen werden, die verschiedenen Ziele. So, das ist das bisherige Problem. Jetzt in dieser neuen Kamera gibt es das Problem nicht mehr, weil der Global Shutter bedeutet, dass sämtliche Pixel aufs Mal ausgelesen werden. Also du drückst den Auslöser und in dem Moment werden alle Pixel auf einmal ausgelesen, es wird nichts verzerrt. Du hast die Probleme alle nicht mehr. Es gibt ja noch andere Vorteile, da komme ich auch noch schnell drauf. Aber das ist so der grosse Durchbruch, der jetzt Sony eigentlich gelungen ist. Und das ist anscheinend extrem schwierig, weil es hat bis jetzt einfach noch niemand geschafft. Und es wird, glaube ich, schwerer, je grösser das der Sensor wird. Und du brauchst halt mega viel Rechenpower, um das irgendwie machen können, dass du die Pixel alle gleichzeitig aktivierst und auslesest. Genau. Und jetzt habe ich gerade den Vater verloren. Entschuldigung. Genau, sind jetzt einfach mit dem eben genau, der Global Shutter, der das verhindert, dass jedes einzelne Bild muss auslesen muss, ja, genau. Der liest einfach alle gleichzeitig aus. Genau. Und jetzt der Effekt von dem ist eigentlich, dass sie extrem schnelle Serienbildgeschwindigkeiten mit dem können machen. Oder? Weil du musst jetzt eigentlich nicht mehr, du musst keinen mechanischen Verschluss mehr irgendwie auf und zu machen. Du kannst einfach ständig mit dem elektronischen Verschluss arbeiten. Und das heisst eigentlich, du kannst so viele Bilder pro Sekunde auslesen, wie der Prozessor kann verarbeiten kann. Und jetzt in dem Fall sind das 120 Bilder pro Sekunde. Das ist extrem viel. Das ist brutal, viel. Ja. Also es ist wie wenn du ein Video machst mit sehr, sehr hoher Framerate. Also dort ist ja meistens 120 Bilder pro Sekunde ist das obere Limit bei den meisten Kameras. Das ist ja eigentlich schon, das kannst du dann schon vierfach verlangsamen, so Zeitlupe und so weiter. Und dann ist es immer noch für das menschliche Auge gesehen aus wie eine flüssige Bewegung. Oder? Also 120 Bilder pro Sekunde, das ist wahnsinnig viel. Und zusätzlich hast du gleichzeitig immer noch den Autofokus, also die Schärfe wird immer nachgeführt mit 120 Bilder pro Sekunde, die Belichtung wird nachgeführt, du siehst durch den Sucher siehst die ganze Zeit das Bild, also hast nicht irgendwie ein Blackout, es wird nicht schwarz oder wird nicht irgendwie stottert nicht, also du kannst eigentlich, wie wenn du wirst filmen, einfach irgendwie nachziehen und Bilder aufnehmen, so viel du willst. Dann die Verschlusszeiten können auch schneller werden. Bis jetzt sind die meisten Verschlusszeiten mit einem mechanischen Verschluss so bei einer 8000stel Sekunde gelegen. Und jetzt mit einem elektronischen Verschluss und dem Global Shutter kannst du bis zu einer 80000stel. Das ist nochmal 10-mal schneller. Das ist fast ridiculous. 10-mal schneller. Das ist allerdings, muss man sagen, das ist zwar schön, brauchst aber in
ganz, ganz, ganz wenigen Situationen. Also vielleicht, wenn du ein sehr lichtstarkes Objektiv hast und das ganz aufmachen willst und in der prallen Sonne etwas fotografieren willst, dann kannst du vielleicht mal, ich weiss nicht, auf ein 20. 30.000. kommen. Gut, jetzt so die restlichen Specs für eine Kamera, die sind auch gut, aber sie ist jetzt nichts, was man noch nicht gesehen hat. Sie hat 24 Megapixel, der Sensor ist so ein Stacked-Sensor. Das heisst, er kann eben schneller ausgelesen werden und so weiter. Die Videospecs sind auch gut. Natürlich kann sie 4K-Filme in 120p, also 120 Bilder pro Sekunde. Ist ja logisch, wenn sie schon Fotos aufnehmen kann, ja, sie natürlich auch Videos aufnehmen, so schnell. Und der Autofokus ist eben sehr gut und der elektronische Sucher ist auch sehr gut. Er ist wirklich so gut, dass ich das erste Mal finde, ich brauche keinen optischen Sucher mehr. Das ist mir bis jetzt immer so ein bisschen, ja, es war immer okay gewesen, aber ein physisches Bild habe ich immer gefunden. So, ja, ja, genau. Also hast halt das, ich weiß auch nicht, manchmal, wenn du dann durchgedruckt hast oder ist so ein bisschen, die Auflösung ein bisschen kleiner geworden oder hat ein bisschen angefangen zu stottern und ist einfach nicht ganz so gut gewesen wie ein optischer. Aber das ist jetzt nicht so eine Kamera, die du mit in die Ferien nimmst, oder? Ja, du kannst schon. Es ist einfach völlig Overkill natürlich. Sie kostet halt 6.500 Stutz und ist wirklich gedacht für professionelle Sportfotografie, muss man sagen. Und eben, ich konnte ja können ausprobieren hier in der Türkei. Also Sony hat so ein bisschen Sachen organisiert. Die haben da Sportler, irgendwie ein türkisches Nationalteam geholt und hat so eine Rennbahn gemietet und so weiter. Und dann hat man es halt ein bisschen ausprobieren und es ist schon... Also es ist sehr einfach, mit dieser Kamera gute Sportbilder zu machen, mindestens technisch gut. Also, du musst natürlich immer einen guten Ausschnitt finden, musst am richtigen Ort sein und all diese Skills brauchst du gleich noch. Aber einfach rein technisch ein gutes Bild zu machen, das scharf ist und das den richtigen Moment verwischt, das ist halt völlig trivial. Ich meine, du hast 120 Bilder pro Sekunde, der Autofokus ist... komplett makellos, also der trifft jetzt einfach immer. Mhm. Das habe ich noch, du hast ja noch gesagt, aber zum Beispiel auch dort beim Thai-Boxen, du kannst wirklich einfach, es erkennt ja die Augen und du kannst wirklich einfach, solange du auf dem Abzug bleibst, dann bleibt der Fokus immer dort drauf. Das ist echt schon krass, oder? Das fängt so gut funktioniert. Genau, also ja, eben, mehrere Sportarten haben sie organisiert, wie du sagst, eins davon war Thai-Boxen gewesen. Und wenn du mehrere Personen hast im Bild, dann ist ja, musst du der Kamera irgendwie sagen, hey, ich hätte gerne die Person scharf und nicht die andere. Und du kannst jetzt halt so wie kannst einen Fokusbereich festlegen und dann, wenn du die Aufnahme anfängst, also die Serienbildaufnahme sozusagen, oder einfach halb durchdruckst, dann nimmt die Kamera einfach das Auge, das am nächsten ist an dieser Zone, die du festlegst. Und dann kannst du halt am Anfang sagen, so, ich würde es gerne dort, die Person hätte ich gerne scharf. Und dann merkt sich das die Kamera und verfolgt die Person halt, solange du den Auslöser nicht mehr loslässt. Und dann bleibt der Fokus immer auf dem Auge von dieser Person. Dass das so funktioniert, ist schon noch krass. Das ist ja vor allem zuverlässig. Ich meine, unsere scheiß Webcams haben ja schon mal uns vom Mikrofon zu unterscheiden. Ja, sag's nicht. Nein, das ist doch irgendwie auch so ein spannendes Beispiel noch zeigen kann. Ich glaube, dann im Artikel, wo die Sportlerin eigentlich gerne mit dem Gesicht zu uns war, also zum Fotograf. Und trotzdem hat sie sich fokussiert, obwohl hinten mega viele Leute waren, die Gesichter gesehen hast. Hat das einfach funktioniert, weil du sie schon vorher irgendwie fokussiert hast? Ja, in dem Fall ja, genau. Da ist sie halt so quasi von... zuerst ist sie von vorne sichtbar gewesen, dann ist sie quasi so durchs Bild durchgelaufen, also an mir vorbeigerannt und dann nachher so weit gesprungen. Und dann, in dem Moment, ist dann im Hintergrund hat's ganz viele andere Leute noch gehabt. Und die Kamera hat halt einfach... Die behaltet die einfach im Fokus. Also wenn sie einmal hast... Krass. Ja. Dann bleibt sie eigentlich, oder? Außer du lässt los. Das funktioniert schon wahnsinnig gut. Und eben, du kannst halt so ein bisschen bluffen, wenn du so eine Kamera hast, oder weil du so gute Bilder machst, so also scharfe Bilder. Aber eben, man muss auch sagen, es ist wirklich sehr, sehr spezialisierte Kamera. Niemand braucht außerhalb von Sportfotografie eigentlich 120 Bilder pro Sekunde, sage ich mal. Selbst bei Tieraufnahmen, das ist so ein bisschen der andere Bereich, wo manchmal die Leute gerne noch viele Bilder pro Sekunde haben, wenn jetzt ein Vogel wegfliegt oder dann möchtest du es vielleicht in dem Moment festheben. Und, aber auch dort 120, das ist absurd viel. Du brauchst vielleicht 30, sage ich mal, und dann ist schon
das ist schon wahnsinnig viel. Oder? Der Nachteil ist natürlich, wenn du 120 Bilder pro Sekunde aufnimmst, das gibt Datenmengen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich würde sagen, wenn du sagst, wenn du auf dem Auslöser bleibst und jemand rennt vorbei und macht Hochsprung und so, dann hast du ja brutal viele Bilder, die du musst irgendwo abspeichern musst. Brutal. Und also, man muss sagen, oder, die 120 Bilder, das sind ja nicht etwa JPEGs, sondern das sind wirklich RAW-Aufnahmen. Und jede von diesen RAW-Aufnahmen ist, ich weiß gar nicht, es ist ja nur 24 Megapixel, sind nicht unendlich gross, aber ich weiß doch nicht, 25 Megabyte oder so, ich kann schnell nachschauen. Ja, wahrscheinlich schon haben, ja. Also wirklich viel, und das heisst, wenn du auf dem Auslöser bleibst oder 3 Sekunden lang, dann hast du einfach gerade mal 300 RAW-Bilder. Das musst du dann zuerst noch sortieren in der Nachbearbeitung. Das ist krass, das ist ein riesiger Aufwand. Füllst du die Gigabyte, das ist ja... Ja, das geht super schnell. Darum eben ist es wirklich ein Nischenfall. Sony hat es aber noch relativ gut gelöst, dass du nicht ständig die 120 Bilder hast, sondern du kannst wie einstellen, ich hätte gerne normalerweise, ich weiß doch nicht, 10, 20 und dann drückst du einen Knopf und in dem Moment, wo du den Knopf drückst, gibt es so den Boost, wie so Nitrous Oxide oder der volle Boost und dann hast du 120 Bilder pro Sekunde, wenn du den Knopf wieder loslässt, dann bist du wieder bei den 20, die du sonst eingestellt hast. Jetzt, eben, was bedeutet das für andere Kameras, wenn man jetzt keine Sportfotografin ist und vielleicht auch kein Wildlife, dort ist das ja vielleicht auch noch ein bisschen nett. Es bedeutet hauptsächlich, dass man wahrscheinlich in Zukunft, also das geht jetzt sicher eine Weile, bis die Technologie günstiger wird. Im Moment ist es noch sehr teuer, sehr aufwendig und eben gibt es nur in dieser Kamera, es hat sie auch nur auf Sony. Aber irgendwann wird das so ein bisschen abtröpfeln in andere Kameras, wenn es günstiger wird zum Produzieren. Und dann hat es halt erstens mal den Vorteil, dass du den mechanischen Verschluss einfach gar nicht mehr brauchst. Also den musst du nicht mehr verbauen. Und das ist ja ein Teil mehr, das quasi nicht kaputt geht. Du hast jetzt halt bei so professionellen Sportkameras, dort machst du natürlich wahnsinnig viele Bilder. Und wenn du jetzt einen mechanischen Verschluss hast, das geht relativ schnell. Und dann hast du da Zehntausende, Hunderttausende von Bildern gemacht. Und die meisten Verschlüsse sind so, haben das Rating für ja, vielleicht 200.000, 300.000 Bilder. Und dann sind die irgendwann einmal kaputt. Und dann musst du halt den ersetzen lassen und so weiter. Das geht natürlich völlig weg. Und es macht es auch einfach weniger kompliziert, um eine Kamera zu produzieren, wo du nicht einen mechanischen Verschluss musst einbauen musst. Weil das ist ja schon ein sehr ein kompliziertes Teil eigentlich. Also man muss sich vorstellen, der muss wahnsinnig schnell und präzise, oder muss der auf und zu gehen, braucht einen Motor für das und so. Und das kannst du eigentlich alles sparen. Aber was bedeutet es für Durchschnittsfotografie? Also für Fotografien? Ja, oder einfach also für Leute, die keine Kameras kaufen, die vielleicht irgendwie den Ball 1000 Stunden kostet oder so, oder weniger. Also erstens hoffentlich mal, dass es irgendwann günstiger wird. Zweitens hast du natürlich auch die ganzen Vorteile, wenn du wirklich schnelle Bildfolge brauchst, dann ist es einfach lässig, wenn du keine Verzerrungen mehr hast. Das hat es bis jetzt so halt nicht gegeben. Aber man muss schon sagen, eben, abseits von Sportfotografie und so weiter, wahrscheinlich wird es einfach ein bisschen günstiger langfristig gesehen, hat aber sonst keinen grossen Einfluss, sage ich jetzt mal. Es gibt noch einen Vorteil, für alle, die mit Blitz fotografieren, das sind vor allem so, ja, wenn du Portrait-Fotografie machst und halt irgendwie externe Blitz brauchst, dort hast du ja, du kannst den Blitz nur bis zu einer gewissen Verschlusszeit synchronisieren. Das heisst, der Verschluss geht auf, dann blitzt der Blitz rein, das Licht kommt auf den Sensor, der Verschluss macht wieder zu. Und weil auch ein mechanischer Verschluss nicht unendlich schnell ist, ist er ab meistens etwa 200 Sekunden, sage ich mal, ist er nie komplett offen, sondern es geht so ein Vorhang auf und der zweite kommt aber gerade direkt hinein. Das heisst, es ist immer nur so ein Schlitz, wo eigentlich belichtet wird. Und dann, wenn du halt drei blitzest, dann blitzest halt nur der Schlitz an und der Rest bleibt dunkel. So, mit dem elektronischen Verschluss, wo alles aufs Mal aktiviert, hast du das Problem nicht mehr. Du kannst den Blitz mit jeder Zeit synchronisieren, mit jeder Verschlusszeit. Das ist ein grosser Vorteil, wenn du Blitz und anderes Licht, also Umgebungslicht, irgendwie balancieren willst. Du kannst zum Beispiel den Tag zur Nacht machen und nur die Person aufhellen, wenn du das willst. Aber das scheint jetzt noch etwas zu sein, weil ich meine, ich habe gerade das Gefühl, Blitz, gerade bei so Mittelteuer-Kamera wird irgendwie, man merkt, es wird noch oft gebraucht, eben am Tag und so. Und wenn dann, also weißt du, selbst der integrierte, kann ich mir vorstellen, dass der von dem profitiert, oder? Auch wenn jetzt das nicht ein super guter Blitz ist. Ja, wenn du jetzt einen integrierten Blitz hast, dann geht das im Prinzip auch. Der Blitz an sich wird wegen dem natürlich nicht stärker. Nein, also
du hast nicht, du kommst nicht weiter mit dem, sag ich mal, oder? Aber du kannst dann halt einfach mehr, du hast mehr Möglichkeiten, um zwischen Blitz und Umgebungslicht zu jonglieren und das ein bisschen anders auszubalancieren, wenn du das möchtest. Hm. Also das ist vielleicht so ein Vorteil, wo wahrscheinlich noch mehr Leute werden brauchen, jetzt auch eher nicht Hobbyfotografen, sondern schon mehr ein bisschen Profis. Aber dort ist das schon so ein rechtes Ding, wo man sagt, okay, das ist wirklich ein Vorteil. Ja, und sonst, ich sage mal, weißt du, zum Beispiel in Smartphones, dort spielt das eigentlich nicht eine grosse Rolle, weil dort hast du auch jetzt schon immer einen elektronischen Verschluss, also kein Smartphone hat einen mechanischen Verschluss, der auf ihn zugeht, sondern dort wird auch immer einfach der Sensor ausgelesen in dem Moment, wo du drückst. Und die Sensoren sind extrem klein in einem Smartphone und darum ist das kein Problem, um das sehr schnell zu machen. Also ein Smartphone-Sensor, der wird jetzt schon in einer 200. Sekunde ausgelesen, auch wenn er Ziele für Ziele ausgelesen wird. Das heisst, so der Rolling-Shutter-Effekt, eben die Verzerrung, die ist jetzt bei Smartphones in den meisten Fällen schon kein Problem mehr. Und in den Fällen, wo es ein Problem wäre, nämlich wenn du jetzt einen Golfspieler fotografierst, dann brauchen die meisten wahrscheinlich auch kein Smartphone mehr. Ja, oder dann korrigiert es die Software nochmal irgendwie. Ich genau, wie sagen, so ein bisschen AI-mäßig gibt es doch immer so das ein bisschen schwierig. Ja, schwierig. Also das ist schon sehr schwierig, weil du hast halt die ganze Bildstruktur, wo du musst korrigieren musst. Also du musst dann schon, also es geht wahrscheinlich, du musst dann halt erkennen, okay, das hat sich jetzt bewegt, das ist der Golfschläger, der müsste eigentlich gerade sein, also wenn wir den berichtigen und so weiter, ja, stimmt, das geht das ist sicher. Ist dann aber wieder mit Verlust und Aufwand verbunden. Ja, ich habe jetzt aber nur gerade an das gedacht, wenn du so Weitwinkel hast oder so, dann ist es ja auch, dass es teilweise so ein bisschen verzerrt gegen aussen. Mhm. Und da kann es manchmal gut korrigieren. Oder immerhin schon besser als auch schon. Okay, das ist ein anderes Phänomen. Das hat jetzt nichts mit dem elektronischen Verschluss zu tun. Sondern ja, klar. Ich dachte, vielleicht gibt es dort auch Software, die quasi könnte in der Mitte Sachen auskorrigieren, die aufgeschoben ist. Aber das ist ja... Ich weiß es nicht. Ist sicher nicht auszuschliessen. Aber ich stelle mir das noch relativ schwierig vor. Aber einfach eine verreckte Kamera. Und irgendwie scheint schon irgendwie einer der grössten Sprünge von den letzten x Jahren, oder? Es ist wirklich so ein weisses Einhorn in der Fotowelt. Man wartet eigentlich schon etwa 10 Jahre auf das. Und es hat es einfach noch niemand geschafft bis jetzt. Und darum ist es schon eine kleinere Sensation, sage ich mal. Spiegellos ist vermutlich etwa der letzte grosse Sprung gewesen, oder? Ja, ich denke auch. Also, vielleicht noch so die Stacked-Sensoren, die sind schon an einem rechten Fortschritt gewesen. Ich weiß aber gar nicht, wie alt das die sind. Die sind auch schon schneller gewesen. Das ist jetzt wie noch die Weiterentwicklung von dem. Man muss auch sagen, bei all diesen tollen Vorteilen, die das hat, es gibt potenziell Nachteile, sagt man. Also die Bildqualität ist anscheinend schwieriger, dass die gleich gut bleibt. Du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr Bildrauschen, ein bisschen weniger Dynamikumfang. Sony behauptet zwar, es sei jetzt da nicht so, also es hat keinen Nachteil in der Bildqualität. Interessanterweise ist dann aber zum Beispiel bei der Präsentation haben sie gar nicht über den Dynamikumfang geredet und sonst machen sie das eigentlich immer. Also das ist eine auffällige Absenz quasi gewesen. Und auch über das Rauschen haben sie eigentlich nicht geredet. Darum, ich weiss es nicht so recht, das ist im Moment noch nicht zu beurteilen, weil all die Bilder, die ich jetzt machen konnte, du kannst die RAW-Dateien noch nicht auslesen, weil das wird noch nicht unterstützt von den Konverter. Und darum weiss man das erst, wenn es dann so ein bisschen wenn die Kamera wirklich rauskommt. Und das ist wahrscheinlich erst im Januar 2024 der Fall, bevor halt die Olympischen Sommerspiele sind nächsten Sommer. Darum ist es auch wahrscheinlich jetzt angekündigt worden, die Kamera. Das ist ja immer so eine grosse Bühne für all die Kamerahersteller, zum sagen, hey, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten. Schau, alle Fotografen und Fotografinnen an den Olympischen Spielen fotografieren mit unseren Kameras. Und das ist halt so ein bisschen ein Prestige-Ding. Und das ist natürlich jetzt mit der A9-3 ist eine grosse Chance, dass jetzt relativ viele von diesen Fotografen dann so eine kaufen. Das ist so das zu dieser neuen Kamera. Eben, sieht sehr gut aus. Ich bin wirklich positiv überrascht gewesen. Hast du jetzt aber nicht ein Sample bekommen zum Testen gerade, oder? Das sind alles so Vorserienmodelle gewesen, die hast du dort bekommen. Also die haben halt für etwa 50 Nase oder so, haben die je eine Kamera und den ganzen Objektivfuhrpark in die Türkei geflogen. Das ist lustig, einen japanischen Ingenieur von Sony am Tisch gehabt, zum Nachtessen. Und der hat dann so erzählt, wie die haben alle müssen ein, zwei von diesen grossen Objektiven im Rucksack mitnehmen. Und sind dann irgendwie jetzt Nacht am 12 in Istanbul angekommen, haben noch umsteigen. Und dann
hat es am türkischen Zoll, der war einfach nicht besetzt gewesen. Und du hast natürlich mit so Objektiv und Kamera, das kannst du nicht einfach mal schnell einreisen. Und dann haben sie dort irgendwie, sind sie festgesessen, bis am Morgen um 6 Uhr, bis dann endlich mal einer gekommen ist. Oh, der ist irgendwie, der war wirklich leid. Der ist von Japan ja geflogen, der ist schon mal 13 Stunden auf Istanbul. Der war irgendwie 30 Stunden unterwegs gewesen, bis er gekommen ist. Oh Gott. Ja, das ist ein Abendsicht. Und du hast mir nachher gesagt, du, aber hast du nicht noch irgendein anderes Objektiv, das ich anschauen kann? Ja. Das kann ich nicht mitnehmen. Ah, der Arme. Ja, also genau. Gut. Also ja, wir sind gespannt, ja, wie es weitergeht. Ja, nimmt mich auch Wunder. Ja. Gut, kommt dann die nächste News, die wir haben. Dort geht es um Film, und zwar um The Legend of Zelda. Nintendo hat sich gedacht, ja, jetzt, wo der Super Mario, wie heißt es, der Super Mario Bros. Movie, irgendwie wie viel? 1,6 Milliarden oder irgend so etwas. Was? Oder 1,3 Milliarden hat er eingespielt. Ich wollte gerade sagen, das klingt schon realistischer, aber 1,3 ist trotzdem auch immer noch verdammt viel für einen Animationsfilm, wo, sag mal, auch in den Jahren, wo das Kinomoment nicht gerade am Fliegen ist. 1,36 ist die Zahl, die ich gefunden habe. Unglaublich viel. Ich glaube, er ist mit dem der zweite erfolgreichste Film vom Jahr oder so. Anyhow, viel Batzeli von Nintendo. Dann haben sie gefunden, wir würden gerne mehr Batzeli. Und ihre nächste grosse Marke ist halt Zelda. Und jetzt haben sie offiziell bekannt gegeben, dass sie das wieder verfilmen. Und aber in Live-Action, also mit echten Schauspielern vor der Kamera, nicht nur als Sprecher. Okay. Also ich finde, für Zelda gibt sich da doch noch mega gut. Das ist nicht so, es hat nicht so absurde aber Figuren drin. Oder? Fallhöhe also ist irgendwie auch gross, finde ich. Bei einer Live-Action-Verfilmung von so Fantasy-Settings, weißt du, es kann Herr der Ringe aussehen geil, aber es kann auch, keine Ahnung, Narnia oder was gibt es da noch für Fantasy? Weißt du, wenn es nicht gut aussieht, oder Warcraft, wenn man will, böse Warcraft ist auch so, ist das so Fantasy, also aber auch. Wenn ich jetzt an One Piece denke, ist es nicht schlecht gegangen. Dort hat es ja auch sehr absurde Sachen drin und komische Fischkopffiguren. Und also gut, eben, gut machen kann man es eh. Aber es ist schon so, die haben im Fall schon mittlerweile recht absurde Figuren drin. Also jetzt gerade in den Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hat es ja auch so komische Vögel eigentlich. jemand hat geschrieben, das sei eben schon im Vergleich zu Super Mario, wo einfach so ein Blödel. Das ist keine richtige Geschichte, das stimmt, oder? Ich würde jetzt ehrlich gesagt aber auch behaupten, Zelda hat jetzt nicht eine verreckte Geschichte. Also klar, der neueste Teil, wie der Domi, wenn er das jetzt los findet, sich. Wirklich schon ein Japan so, ja. Kommt da gerade Schiebe über. Nein, aber jetzt auch nicht die komplexeste Story, das neueste noch ein bisschen eher, aber man weiß auch noch gar nicht, welche von diesen Geschichten sozusagen, dass wir verfilmen. Aber ich würde sagen, in den alten Games, dort ist ja wirklich, dort ist einfach der Ganon, der ist der Böse und der Link muss einfach seine Sachen finden, seine Gadgets, um den zu hauen. Das ist etwa der Umfang von dieser Story. genau, involviert ist wieder der Shigeru Miyamoto, also der Schöpfer von Zelda und Super Mario und so, also wirklich so die Nintendo-Legende. Zusammen mit dem Avi Arad, der kennt vielleicht den Luca. Von Spider-Man, oder? Also der ist scheinbar der Gründer von dieser ganzen Marvel-Filmsparte. Der hat ursprünglich war er mal Studiochef, bevor der Kevin Feige ihn mehr oder weniger abgesagt wurde, ist, damit der Kevin Feige kann übernehmen kann. Das läuft ja. Jedenfalls dem seine, ich glaube, Arad Productions heisst es dann irgendwie, die machen das. Mhm. Und zusammen mit Sony, was auch interessant ist. Also Nintendo gibt mehr als 50% vom Budget und dann so ein grosser Teil kommt von Sony. Und Sony tut dann auch die ganze Kino-Distribution übernehmen. Und genau, Schauspieler und so weiss man nichts. Was man aber weiss, und das finde ich da, bin gespannt, was du denkst, Luca, man weiss den Regisseur, das ist der die Maze Runner-Serie gemacht hat, der Wes Ball. Und der Autor von der Jurassic World Trilogie, der Derek Connolly. Und ich finde, so, Maze Runner ist, ich meine, ich glaube, das ist doch den meisten Leuten über 16 gar kein Begriff. Das ist einfach irgendeine Teenie-Serie, so wie die Hunger Games, einfach in noch schlechter. Ich habe nur Pitch-Meetings gesehen dazu und es muss so saudumm sein. Also, hey, also der erste ist im Fall da überraschend gut. Der erste hat auch ein bisschen, ist natürlich genau in dieser Hype-Welle rausgekommen, wo Hunger Games so erfolgreich war und plötzlich, weißt du, was ist da noch gewesen? Divergent und plötzlich sind all die Jugendromane verfilmt worden und natürlich immer der letzte Teil noch aufgesplittet in zwei Teile, weil das auch noch gerade Mode war und mehr Money gibt. Und der Maze Runner, der erste, ist im Fall hat noch zu denen wirklich gut
bewerteten gehört. Und ich habe den auch gesehen damals und gesagt, wow, shit, das ist jetzt auch noch eine geile Serie. Und dann wirklich mit jedem Teil ist es steil bergab gegangen. Und, also schon der zweite Teil ist ein bisschen so, ja, wackelig. Warte, das kann man nur schlechter. Und der Abschluss meine, ist dann, whoop, sorry, ja. Jurassic World ist ja genau das Gleiche. Ja. Der erste ist ja wirklich, wirklich überraschend gut gewesen. Und dann der zweite, mag mich schon fast nicht mehr erinnern, ist aber eigentlich auf eine Art noch so absurd gewesen mit diesen Horrorszenen mit dem Dino. Das ist auch noch unterhaltsam gewesen. Und der dritte habe ich nicht einmal mitgeschaut, der ist ja wirklich so Klippen runtergesprungen. Ja. Und also in dem Fall machen sie bis jetzt einfach nur einen Teil. Ja, bitte. Meinst du? Hoffen wir es für alle. Aber sie nehmen dann einen anderen Regisseur, oder? Ja. Der Buchhalter, also oder whatever dann. Es muss ja nicht heißen, dass es schlecht wird, aber ja. Es ist einfach so, okay, das sind jetzt nicht unbedingt mit denen schmückt man sich jetzt nicht unbedingt mit diesen Marken. Finanziell vermutlich ja schon, weil Jurassic World, ich glaube, die ganze Trilogie hat dann immer noch Milliarden vermutlich eingespielt. Selbst der letzte Teil vermutlich noch, oder? Moment schnell. Jurassic World. Das war schon, glaube ich, der schlechteste. Das ist meine Hoffnung von diesen drei. Aber nehmen wir an, auch der hat gut Geld gespielt. Doch, ein Milliardli hat drin geholt. Doch, noch. Aber der hat, glaube ich, auch genug gekostet, oder? Krass. So grundsätzlich. Ja, schon eine Milliarde hat er also. Dann hat er also eingeschenkt, also dafür, egal was er kostet. Ja, ja. Ja, Milliarden ist definitiv, hat er seine Einspielkosten drin gehabt. Kann ich da irgendwo, sehe ich das Budget da? Nein, es wird wahrscheinlich, nein, doch nicht. Ja, es wird wahrscheinlich schon in den 200, 300 Millionen, oder vielleicht 200 Millionen, sage ich mal, um den Daumen peilt. Plus Marketing, 200 Millionen und so weiter und so fort. Dann ja, was erhofft ihr auch irgendetwas von so einem? Oder was erhofft ihr euch von so einem, von so einer Zelda-Verfilmung? Ich bin eh nicht im Zelda-Game, darum. Also ich erhoffe mich wahrscheinlich noch mehr als andere, oder? Weil, wenn du nicht vorbelastet bist, dann kannst du es einfach mal schauen und wenn es gut ist, ist okay. Und sonst ist es nicht so schlimm. Und du hast auch nicht die Belastung, wie dass es muss so sein wie das Game. Aber ich fände es cool, wenn sie wieder so die Spielereien drin hat aus den Games, wo du dann siehst, da kommt aus dem und da kommt von dort. Haben sie so ein bisschen bei Super Mario, habe ich das mega cool gefunden, dass sie so ein bisschen Referenzen suchen und woher sie da wieder haben und wie sie da umgesetzt haben, dass es in einer Story funktioniert, weil ja eigentlich nur ein Game-Feature war. Ja, es klingt schon ein bisschen so nach Auftragsarbeit fast ein bisschen, weißt du, wenn ich höre, wer da als Regisseur dabei ist, wer als Drehbuchautor dabei ist, so und ich habe nicht das Gefühl, dass da, weißt du, der Regisseur oder irgendjemand zum Studio gekommen ist mit einer genialen Drehbuchidee und das pitcht hat und die das Gefühl hatten, ja, voll geil, das machen wir. Ich habe jetzt nämlich gerade nochmal schnell geschaut, das Umgekehrte ist ja bei Joker passiert zum Beispiel, also weißt du, mit dem Joaquin Phoenix, dort ist ja der Regisseur, der Todd Phillips, und für was ist er bekannt gewesen? Für, ach Gott im Himmel. Ah, wieso fällt mir denn an? Weißt, die da in Las Vegas gehen und nachher... Hangover. Hangover, danke. Oh Gott, genau, der Todd Phillips, der ist bekannt für die Hangover-Trilogie. Und der hat aber dann die Idee gehabt, für Joker den Film in so zu machen, eben das Psycho-Zeugs. Und der ist damit zum Studio mit seinem Drehbuch, mit seiner Idee und hat die davon überzeugt, dass das ein geiler Film wird für DC. Und dann haben die das gesehen und gesagt, ja... Doch, dann wirklich geil. Oder das ist das Beispiel von einem Regisseur, wo du jetzt niemals erwarten würdest, dass er eine Art X-Film machen würde, weil er bekannt ist für Hangover. Aber der hat eine Idee gehabt und der hat eine Vision gehabt und der ist so zum Studio. Hingegen das jetzt klingt für mich eher ein bisschen so nach Nintendo, der einfach einen Film machen will und irgendwie so mal ein bisschen rumschauen, weißt du, so ein bisschen so den Job ausgeschrieben hat, so hey, kommt mal ein bisschen mit Ideen und ein bisschen mit Pitches und so. Und dann sind mal ein paar gekommen und irgendwann mal hat man die... Einfach eine genommen von denen, die man gefunden hat, mal, das könnte noch passen. Es tönt für mich ein bisschen so. Yeah. Vielleicht tue ich im Film auch mega unrecht. Vielleicht wird er nachher auch mega gut. Aber ich meine, das kann ja so oder so werden, auch wenn es eine Auftragsarbeit ist. Aber mich hat schon den Eindruck, also, es ist auch sicher so gewesen. Ich meine, der Super Mario hat so viel Geld eingespielt. Jetzt nimmst du einfach die nächste grosse, die zweite grösste Marke. Bei Barbie hat es ja sehr gut geklappt. Das war auch eine Auftragsarbeit, wenn es mir recht ist. Die haben, glaube ich, auch die Regisseurin nicht gesucht. Aber ja, ich meine, der Miyamoto ist noch involviert. Ich meine, klar, er ist ja auch kein Filmemacher und ich weiß jetzt nicht, wie sehr der dort hilft, aber zumindest das ist einfach der Vater von diesen Marken und dann kann man schon davon ausgehen, dass der das Auge drauf hat, dass zumindest irgendwie
Skandal rauskommt. Ja, genau, seine Vision noch nicht irgendwie völlig verkackt wird. Aber ich bin auf den ehrlich gesagt viel mehr gespannt. Nicht, weißt du, jetzt bin ich der, der unbedingt schauen, aber weil es mich wirklich Wunder nimmt, wie wird der umgesetzt? Mhm. Genau, weil ich finde auch Live-Action-Fallhöhe ja, ist definitiv höher als einfach ein Super Mario-Trickfilm, oder? Mhm. Ja, dann doch schon recht. Ja, es ja, wird gut. Spannend. Ja, kommt dann die letzte News. Der SAG-AFTRA hat bekannt gegeben, dass der Streik von den Schauspielern, der Schauspielerinnen, oder? Genau. Die News ist so heiß und fettig, dass man noch das Maul brennt beim Ablesen. Ist wirklich, die Nacht ist die, also die Nacht heute, was haben wir, Donnerstag, die Nacht ist die News rausgekommen, dass, ja, oder wie haben wir es gesagt, das Kind ist geboren worden. Bis in 2 Wochen hat sich das wirklich wie so eine Schwangerschaft angefühlt. Man ist, jeden Tag wäre der richtige gewesen, damit der Streik endlich endet und man zu einer Einigung zwischen den Schauspielenden und Hollywood-Studios kommt. Und jeden Tag war aber irgendwie falscher Alarm gewesen und man ist immer wieder kurz davor gewesen und dann, doch nicht, man ist ins Spital gefahren, doch nicht, wieder heim wieder und umgekehrt. So weiter. Und umgekehrt. Genau, so ist das ein bisschen hin und her gegangen, aber heute Nacht ist die erlösende Nachricht gekommen, nämlich das Verhandlungskomitee von der SAG-AFTRA, das ist eben die Gewerkschaft, die Schauspielende vertritt, hat sich mit den Hollywood-Studiobossen noch das letzte Mal getroffen und das mal tatsächlich auf einen Deal können einigen. Sprich, der Streik endet offiziell heute, am 12 Uhr am Morgen, Ortszeit LA. Ich habe jetzt mit der Zeitverschiebung nicht so im Griff, wann das genau bei uns ist. Aber ja, das sollte jetzt damit enden, auch wenn der Deal selber noch von der Führungsriege von der SAG-AFTRA ratifiziert werden muss. Und das wird innert Freitag, also morgen, passieren. Wenn die jetzt würde aus irgendeinem Grund finden, nein, das Verhandlungskomitee hat schlecht verhandelt, man ist nicht zufrieden, dann würde man halt wieder zurück an den Verhandlungstisch. Aber davon geht jetzt heute niemand aus, das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist übrigens bei der Writers Guild, wo wir vor ein paar Wochen auch schon darüber berichtet haben, genau gleich gewesen. Es ist zuerst das Komitee gekommen, hat gross verkündet, wir haben einen Deal, der Streik endet, aber auch dort hat dann der Deal zuerst noch von der Führungsriege ratifiziert werden. Was ist bekannt zum Deal? Überall heisst es nicht besonders viel, aber dann lese ich, und es ist doch einiges bekannt, unter anderem, dass der Deal einen Wert von über 1 Milliarde Dollar haben soll. Der beinhaltet Lohnerhöhungen, die unter Umständen auch sogar höher sind als die, die eben andere Gewerkschaften wie die Schreibende bekommen haben das Jahr. Sie beinhaltet auch einen Streaming-Partizipationsbonus, auch dort wieder ein bisschen die ähnliche Diskussion, dass quasi man wird belohnt oder man bekommt noch einen Lohn über anhand von wie vielen Stunden ein Inhalt auf einem Streamingdienst wie Netflix gestreamt wurde. Das war ja vorher nicht so gewesen, weil Netflix und Konsorten nie öffentlich bekannt gegeben haben, wie viele Stunden etwas tatsächlich gestreamt wird. Das wird sich jetzt auch da wieder ändern, beziehungsweise da wird Netflix auch wieder halt undisclosed, oder nein, Entschuldigung, eben disclosed, das mit der Gewerkschaft teilen, aber nicht mit der Öffentlichkeit, aber so kann die Gewerkschaft dann wenigstens die Boni ausrechnen. Und genau. Meinst du, gibt es so Leaks dann irgendwie, oder? Ja, das ist dann nachher noch spannende Infos, gell, wie viel das wahrgeschaut worden ist und so. Das Netflix macht das, oder Netflix oder die anderen, die machen das immer natürlich nur bei Erfolgsmeldungen. Nie, eben, ja, genau, bis jetzt, oder? Ja, das bis schon. Jetzt. Wer weiß, vielleicht werden wir ein paar Leaks. Würde mich nicht überraschen. Ich meine, irgendwo findet sich immer ein Leak. Was auch noch entschieden wurde, ist, das ist eben der grosse Knackpunkt, der letzten 2 Wochen war, Regulierungen zum Einsatz von KI, künstlicher Intelligenz. Weil die Schauspielenden, die haben natürlich zu Recht befürchtet, dass irgendwann mal braucht es die gar nicht mehr, weil man hat ja jetzt schon Teils bei Indiana Jones und so, die ersten 20 Minuten ist da der Harrison Ford digital verjüngt. Er ist zwar schon noch der im Film gespielt hat, aber sein Gesicht ist eigentlich komplett ersetzt worden durch ein digitales Double. Das hat okay ausgesehen, finde ich, okay ist, aber wer weiß, vielleicht in 10 Jahren sind wir so weit, dass es den Schauspieler gar nicht mehr braucht und man einfach direkt ein digitales Double ansetzen kann. Und von dem wollen natürlich die Schauspieler ein bisschen geschützt sein. Und da hat man offenbar Regelungen und Kompensationszahlungen abgemacht. Da ins Detail ist man eben nicht gegangen bei der Meldung, aber da gibt es. Ja, und halt sonst höhere Obergrenzen für Krankenkassen, Rentenversicherungen und sonst allgemeine Gehaltserhöhungen, auch für Statistinnen und Statisten. Also, wie gesagt, also dafür, dass nicht viel bekannt ist, finde ich, ist doch recht viel bekannt. Und ja, das ja, ist ja, gesagt, ja. Es ist vor allem auch interessant, eben am Anfang hat es so ein bisschen getönt, die haben ja so ein bisschen unterhand die ganze, also die Hollywood-Seite, nicht die Schauspieler-Seite, sondern mit denen, die sie verhandelt haben,
Die sich so extrem stur gegeben haben und haben gesagt, sie lassen wir jetzt einfach ausblüten. Das ist dann auch so irgendwie rausgekommen, dass sie da so einen langen Plan haben, um die wirklich jetzt einfach kaputt zu machen. Genau. Und die haben sich auch öffentlich, also auch der Disney-Chef hat die eigenen Sachen gesagt und findet so, hey, also weißt du, dann ist die Schauspieler einfach egal und die haben einfach das Gefühl, sie können jetzt die einfach unter Druck setzen und dann einfach überfahren. Mhm. Und jetzt, ja, jetzt scheint es doch, als hätten die beide Gewerkschaften irgendwie doch den längeren Atem gehabt. Ja, ich sowieso eigentlich. Also, ja, oder eben, wir haben das ja auch damals vor 2-3 Monaten, wo das rausgekommen ist mit dem Plan, wir lassen die ausblüten, die Gewerkschaft, haben wir auch schon diskutiert. Wer hockt wirklich am längeren Hebel? Weil, ja, logisch, wenn du nicht kannst, Schauspieler, bekommst du auch keinen Lohn. Irgendwann mal kannst du deine Miete nicht mehr zahlen, deine Krankenkasse nicht mehr zahlen, das Benzin fürs Auto, zum irgendwo anfahren, was weiß ich, oder? Also, ja, die Gewerkschaft, die zahlt natürlich ihren Mitgliedern schon irgendeine Kompensation, damit die nicht gerade auf der Straße landen, aber auch die haben eine Kriegskasse, wo, ja, wie lange hebt die? Unendlich lang sicher nicht. Andererseits, das ist das Lustige gewesen, Anfang der Woche haben die Studioboss, das ist glaube ich letzte Freitag gewesen, haben sie ja ihre Final and Best Offer übermittelt, den Gewerkschaften, so alle, also take it or leave it. Und dort habe ich auch gefunden, ja, also wenn sie jetzt finden, leave it, was machst du denn? Sagst du dann, ja gut, in dem Fall stellen wir jetzt alles ein und wir machen keinen Film mehr. Also Hollywood kann natürlich ohne Schauspielende auch nicht. Wenn die jetzt wirklich ganz blöd tun und tatsächlich einen längeren Atem haben als alle erwartet, wahrscheinlich ist das eben genau passiert, dass die Gewerkschaften einen viel längeren Atem haben, als die Studios erwartet haben. Ja, dann du machst natürlich in dieser Zeit auch kein Geld und ohne den Schauspielenden geht es nicht. Und irgendwann mal musst halt auch du, der Bob Iger hat gesagt, er fürchtet, dass wir nächsten Sommer überhaupt keinen Film haben, wenn wir das bald nicht im Griff haben. Und so crazy. Also, ist wirklich so ein bisschen das Hin und Her. Es ist halt auch, ich weiß nicht, wie das bei uns ist, aber in den USA, das ist auch so medial darüber berichtet worden. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Stärkendemonstration gewesen, weil in 3 Jahren wird natürlich wieder verhandelt. Das ist jetzt ein Vertrag für die nächsten 3 Jahre und dann muss man wieder Stärke zeigen, oder? Wer ist dann? Kann man einfach alles Forderungen anstellen, wo man will, oder muss man da auch Eingeständnis machen? Das ist natürlich alles so ein riesen Schachspiel, oder? Auf ganz grossem Niveau. Und sie haben natürlich schon Vorteil, dass weil die ganzen bekannten Schauspieler dort natürlich auch mithelfen und die bekommen natürlich auch die Medienaufmerksamkeit und dann können all die anderen stehen. Hey, was ich in diesem Zusammenhang auch noch interessant finde, in den Videogame-Schauspieler, also dort braucht es ja auch Schauspieler und Sprecher und so, die haben ja auch sozusagen den Streik genehmigt, sie streiken aber noch nicht, sind aber auch verhandeln und dort hat gerade Rockstar bekannt gegeben, die haben jetzt gerade ihr GTA 6 den Trailer angekündigt, haben eben auch gesagt, sie sind komplett geschützt vor diesen Streiks. Finde ich interessant. Die sagen, die sind jetzt am Verhandeln. Hä? Was? Wie komplett geschützt? Das haben sie einfach gesagt in so einem Investor-Meeting. Haben sie gesagt, sie schätzen die ganzen Mitarbeiter natürlich und so und sind mit denen am Verhandeln. Und irgendwie im Fall, wenn da gleich etwas passiert, sagen sie komplett geschützt. Sie sind aber nicht darauf eingegangen. Aber das finde ich schon interessant, weil die brauchen sicher auch viel. Ich meine, das wird wie das teuerste Game aller Zeiten sein. Und die werden viele Personen brauchen, die das machen. Und dass die einfach behaupten, das ist kein Problem, wenn die würden streiken. Also, kann es nicht sein, dass es das einfach so ein Pokerspiel ist, wo sie sagen, ja, ja. Hey, wir sind geschützt, aber eigentlich könnte man schon irgendwie ein bisschen auf die Spitze treiben, wenn man will. Ja, das einfach, das ging heute Morgen, ist das noch irgendwie rausgekommen. Ich habe gefunden, also irgendwie, das ist komisch. Es klingt eben ähnlich leere Drohung oder Floskel wie bei das Final and Best Offer, oder? Wir sind geschützt, sie können schon streiken, wenn sie wollen. Wahrscheinlich haben sie einfach so viel Geld, dass sie so ewig lang noch rausziehen könnten, dass es nichts bringt oder so. Ja, aber eben ist auch... Ja, aber das heisst eben, die brauchen es auch noch. So weit sind sie einfach noch nicht fertig mit dem Game. Ja gut, aber immerhin eben der Streik. ist echt erfreulich, das finde ich. Ja, genau. Also de facto heisst das jetzt eigentlich, die Regisseure, die haben schon von Anfang an einen Deal gemacht. Die Schreibenden vor ein paar Wochen haben ihren Streik auch beendet, nach irgendwie 150 Tagen oder so etwas, wenn ich nicht lüge. Und die Streikenden jetzt nach irgendwie 113 oder 118 Tagen, was glaube ich die längste ihrer Geschichte ist. Ist das so jetzt lang gegangen? Krass. Es ist gegangen. Mhm. Jetzt haben wir es durch. Also jetzt kann eigentlich wieder anfangen gefilmt und gedreht werden. Und damit werden auch Filme hoffentlich, es sind ja schon ein paar verschoben worden, Deadpool 3 ist verschoben worden, Dune Part 2, wo ja diesen Monat hätte so ins Kino kommen, ist auf März verschoben worden. Aber abgesehen davon. Vor allem die... Wie heisst sie? Millie Bobby Brown oder wie sie heisst? Da kann ich jetzt endlich Stranger Things fertig machen, bevor sie 30 wird. Ja, weil ich sagen, in diesen ganzen Jugendfilmen ist so ein Problem. Nicht? Euphoria doch auch und Wednesday, glaube ich auch.
Es sind wir natürlich von der Gewerkschaft als grosser Sieg und so weiter dargestellt. Ich meine auch bei der Writers Guild. Mhm. Aber im Endeffekt muss man ja schon auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel das da genau die Erhöhung ist. Das kommt ja dann erst raus. Aber bei der Writers Guild zum Beispiel, weißt du, das ist ja dann gar nicht viel mehr als die Inflation gewesen, wo sie wirklich vorwärts gemacht haben. Also es ist eigentlich, die Deals sind am Schluss eben gar nicht so gut, wie sie dargestellt werden. Und ich frage mich dann auch, gehen sie da nicht auf die Falschen los? Also weißt, klar muss man in einem Studio auch irgendwie sagen, hey, teilt doch bitte euren Gewinn und so weiter. Aber das grosse, grosse Geld, habe ich das Gefühl, liegt halt eigentlich eher bei den Tech-Firmen, die jetzt mit den ganzen AI-Models die intellektuellen Properties so abgraben, oder? Also die ganzen, also Google und so weiter. Gut. Ich habe das Gefühl, dort wäre eigentlich viel, 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 viel mehr Geld zu holen, als da, weißt du, ich habe nicht 5% Mindestlohnerhöhung. Ja, gut, halt mit dem Arbeitgeber, oder? Genau. Also, was wollen sie machen? So, Google zahlt ihnen keinen Lohn, darum können sie gut bei Google streiken. Ja gut, aber eben mindestens ein Teil Erfolg und das hätte ja schlimmer können kommen, darum ich finde es schön. Und dann würde ich sagen, bleiben wir gerade bei Film und gehen auch weiter in unseren Big Screen. Play the Pack Towns. Film und Serie auf dem Big Screen. Genau, und es geht weiter mit The Marvels. Das ist die neueste Marvel-Verfilmung. Und nachdem es die letzten paar Jahre, ich sage jetzt nicht mal gefloppt, aber sind zumindest mäßig angekommen bei der Serie, ist es auch ein Auf und Ab gewesen. Was taugt denn der? Ist das wieder ein Erfolg oder ist es einfach die nächste Schlappe? Ah, er wird nicht in die Geschichte eingehen, so viel kann man schon mal sagen. The Marvels, das ist jetzt der neue Kinostreich, der läuft ab heute, am 8. November, also was haben wir heute, das ist sogar der 9. schon, also seit gestern, 8. November, läuft im Kino, Regie geführt hat Nia DaCosta, keine besonders bekannte Regisseurin soweit, also kein Film, den wahrscheinlich die Masse kennt, und der Film hat eine Laufzeit von 100 Minuten und ist damit der bisher kürzeste Marvel-Film ever. Und wenn ich jetzt ganz ein zynisches Fazit wählen würde, dann könnte ich sagen, dass The Marvels nicht allzu viel zu sagen hat. Aber das, was der Film zu sagen hat, sagt er wenigstens recht schnell. Das ist doch auch mal etwas. Aber es wäre, also ehrlich gesagt, es wäre unfair, finde ich, weil, hey, so schlecht, wie alle sagen, ist der Film tatsächlich nicht. Ich habe mich damit schon ganz viele Freunde gemacht auf Digitec, wo ich ein Filmreview veröffentlicht habe. Weil, ja, es ist halt ein Marvel-Film. Marvel ist im Moment wirklich nicht in der Gunst der Fans, schon gar nicht von den eigenen Fans. Und wir haben schon bei Star Wars gesehen, wenn deine eigene Fangemeinschaft es auf dich abgesehen hat, dann kann es blutig werden. Und ja, dazu kommt halt, der Film ist voller Frauenpower. Voller Frauenpower. Hat wirklich fast nur Darstellerinnen in diesem Film. Brie Larson, die Hauptdarstellerin, die Captain Marvel spielt, ist sowieso bei den Marvel-Fans unter Dürre, seit Jahren. Kommentare in deinem Artikel, wirklich einfach alle hackt auf der Brie Larson um. So eine schlechte Schauspielerin. Und nur wenn ich da Marvel lese und Brie Larson. Hey, nein, wirklich. Also, das ist einfach der Pöbel wieder in die rausgekrochen. Es ist im Moment wirklich. Also, sie hat mal das Interview zusammen mit dem Chris Hemsworth und Don Cheadle gemacht und es ist dort halt tatsächlich sehr, wie soll ich sagen, arschlöchig rübergekommen, sehr arrogant und auch sonst, was man rund um ihr gehört und so, oder was man sich erzählt, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Aber sie hat bei den Marvel-Fans, ist sie definitiv etwa gleich beliebt wie der Tom Cruise bei dir, Phil. Und darum, es ist fast schon eigentlich vorprogrammiert gewesen, dass wenn der Film rauskommt, dann wird die ganze Welt, also fast die ganze Fangemeinschaft einfach mal pro forma, oder wie sagen wir denn, pauschal, eher auf den Film umhaken, eher die Schwächen hervorheben als die Stärken. Und ich habe versucht, mich irgendwie von der. Ich habe einerseits auch mega tiefe Erwartungen gehabt und habe versucht, nicht zu positiv zu überrascht zu sein. Ich muss es ja irgendwie auch noch ein bisschen objektiv zu betrachten und eben tatsächlich versuchen, objektiv zu betrachten, jetzt ohne, ich hasse den Film, Marvel, sondern einfach, hey, ich gucke jetzt 100 Minuten in diesem Film und am Schluss entscheide ich, ob ich mich gut unterhalte oder nicht. Und genau das ist passiert. Also, um was geht es in The Marvels? So kurz wie möglich. Eigentlich passiert eben wirklich nicht allzu viel. Überall im Weltraum öffnet sich quasi so Wurmlöcher, wo man für die intergalaktische Reise braucht im Marvel-Universum. Das Problem ist aber, die Wurmlöcher, die schliessen sich nicht mehr. Aus irgendeinem mysteriösen Grund. Dazu kommt noch, dass die drei Heldinnen, Miss Marvel, Captain Marvel
und Monica Rambeau. Immer wenn sie ihre Kräfte benutzen, tun sie untereinander ungewollt Plätze tauschen. Und das ist auch etwas ganz Komisches. Und unsere Kräfte haben sich irgendwie miteinander verbunden. Wieso? Hä? Und dazu gibt es noch eine neue Bösewichtin, nämlich die Dar Ben. Die ist quasi die neue Anführerin vom Kree-Imperium. Das Kree-Imperium hat vorher im vorherigen Marvel-Film, Captain Marvel-Film eine Rolle gespielt. Das sind quasi die, die man oft so ganz blauhäutig sieht. Ich mache jetzt nicht zu Fan-Details. Es sind nicht alle blauhäutig, aber man sieht die oft also mit denen. Wie von Guardians Avatar. Zum Beispiel, der Ronan. Ja, wie die von Avatar. In Marvel zum Beispiel, der Ronan, dort der Bösewicht im ersten Guardians of the Galaxy-Film, der ist auch ein Kree, oder? Der hat ja auch so ganz blaue Haut. Das sind so ein bisschen die. Die sind jetzt auch wieder da und haben ganz fest Probleme mit der Captain Marvel, weil die ja im ersten Film quasi ihre Anführerin, der Supreme Intelligence, zerstört hat. Und die neue Anführerin von der Kree, das ist eben die Dar Ben. Die will sich für das rächen und die ist irgendwie auch noch so halb dabei. Und ja, wenn das jetzt ein bisschen so durcheinander tönt hat, dann weil das Drehbuch tatsächlich auch zwischendurch ein bisschen durcheinander ist. Der Film ist wirklich keine Perle. Es ist ein mittelmäßiger Film. Es ist ein Film, der jetzt nicht das beste Drehbuch oder die krasseste Tiefe hat. Aber hey, der Film ist wirklich kurz und in dieser Kürze macht er wirklich Spass, finde ich. Die Chemie von den drei Hauptdarstellerinnen, das ist wirklich so, die drei tragen den Film auch. Miss Marvel, für die, die sie nicht kennt, die hat vorher in der Serie, sie ist so quasi das Oberfangirl von der Captain Marvel. Die hat immer davon geträumt, sie mal zu treffen. In der Serie bekommt sie dann eben ihre Kräfte über und hofft dadurch, dass sie irgendwie in dem Dunstkreis, wo der Avengers kommt mit ihren neuen Kräften, und das passiert jetzt in dem Film und ist natürlich am Anfang total überwältigt. Captain Marvel, oh, der Nick Fury ist plötzlich da und so. Und die Schauspielerin, die sie spielt, das muss ich selber nochmal stellen, weil ich habe den Namen einfach nicht im Griff, sorry. Sorry, dass ich das wirklich nicht so parat habe. Das ist eine mega herzige, finde ich, so wie sie sich als Figur. Ja, die Iman Vellani, sorry. Die Iman Vellani. Sie ist eine unglaublich herzige und so eine charmante, also wirklich grundsympathisch. Also sie kannst du wirklich nicht hassen. Obwohl, wenn ich so anfange zu erzählen, ja, sie ist ein bisschen so Fangirl von allem. Es klingt wieder so ein bisschen nervig, ja. Oder, ja, gut, aber das ist ja das Ding, das ist ja im Game, in dem Marvels Game, wo das ist das Einzige, was dort wirklich gut war, ist nämlich eigentlich sie gewesen. In dem Marvel, wie hat das geheißen? Marvels Avengers Game. Ich glaube auch einfach Avengers im Fall. Das ist nicht mal so ein krasser Marvels Avengers. Ja, und eben, sie spielt sie, wie sie auch in den Comics ist, aber die Schauspielerin ist auch Diman Vellani. Sie ist auch extrem gut in dieser Rolle. Und sie und Captain Marvel, also Brie Larson, die haben auch eine Chemie miteinander, auch mit der Dritte im Bunde, Tiona Paris als Monica Rambeau. Sie tragen den Film. Sie sind untereinander wirklich super und es ist lustig. Der Film ist wirklich auch mehr auf der lustigen Seite vom Leben. Es ist mehr humorvoll, jetzt nicht ganz so übertrieben wie bei Thor, der letzte Love and Thunder. Und ja, also auch die Action-Szenen, muss ich sagen, die haben mir mega gut gefallen. Sie sind mega cool inszeniert. Auch das, wie sie eben untereinander immer wieder aus Versehen Plätze tauschen und dann mit der Zeit lernen, das aber auch für sich zu nutzen. Wo ich das gehört habe, wo ich das im Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, oh nein, das wird jetzt sich so ermüden. Weißt du, du musst selber so ein bisschen Jason Bourne. Es wird überall wild hin und her geschnitten und ich komme irgendwann mal gar nicht mehr daraus, wer wie wo mit wem was macht. Und ermüdend. Und, ich habe eigentlich wirklich recht das Gefühl gehabt, das wird mich ermüden, aber nein, es ist wirklich geil gemacht, geil inszeniert. Es wird mega kreativ eingesetzt, die Art, wie sie kämpfen dann nachher. Es sorgt für Abwechslung. Also wenn ich da nur schon an Ant-Man Quantumania denke, das ist ja, wenn es um Action gegangen ist, ist es einfach nur irgendein CGI-Gedöns gewesen. Das ist überhaupt nicht irgendwie durchdacht oder kreativ gewesen. Da hast du mir wirklich einfach gesagt, ja, Computereffekt, bis irgendetwas dabei rauskommt und umstrahlt. Das ist jetzt bei den Marvels überhaupt nicht so gewesen. Ich finde, man hat sich da sehr viele Gedanken gemacht. Außer im letzten Drittel, auch das ist wieder eine typische Marvel-Schwäche. Das letzte Drittel ist immer ein bisschen der, der flach fällt. Das fängt immer besser an, als es aufhört. Aber nicht so schlimm jetzt wie in anderen Filmen. Also, die wichtigste Frage, gibt es einen Skybeam? Ja. Kurz. Ja. Das Marvel-Bullshit-Bingo. Ich habe nämlich auch im Film gedacht, wo der gekommen ist, Skybeam. Super. Der klassische, was ist ein Skybeam? Das ist irgendwie so, es hat mal inflationär ist der Skybeam eingesetzt worden, mal bei, ich glaube, wo Avengers der erste aus dem 2012 rausgekommen ist. Das ist ein klassischer blauer Strahl in den Himmel rauf, der irgendetwas Böses macht. Und dann hat es irgendwie bei Avengers gegeben, dann hat es, glaube ich, wo hat es bei Suicide Squad gegeben, dann hat es plötzlich in jedem
Superheldenfilm hat es einen blauen Strahl in den Himmel aufgegeben, der irgendetwas Böses macht. Der sogenannte Skybeam. Und der hat es da auch da wieder kurz, aber wirklich nur kurz. Es ist nicht mega krass. Es ist nicht das Finale, dass da wieder ein Skybeam im dritten Drittel kommt. Ja, nein, also eben, wie gesagt, der Film geht 105 Minuten, es gibt gar nicht so viel zu sagen. Er ist nicht besonders gut, er ist nicht besonders nachhallend, aber die Schauspielerinnen finde ich auch Brie Larson als Captain Marvel, wo mir im ersten Film nicht wirklich gut gefallen hat, kommt da deutlich menschlicher daher. Und ja, 105 Minuten Action, easy peasy, sagt, geht vorbei. Ich habe mich wirklich nicht beleidigt gefühlt. Ich weiß nicht, warum jetzt der Film so derart... Größte Kompliment für Marvel. Ich habe mich nicht beleidigt gefühlt. Ja, klar, du kannst jetzt sagen, Marvel hat schon lange, also was heisst schon lange, Guardians of the Galaxy Volume 3, finde ich, ist ein Weltklasse-Film gewesen, finde ich. Und für mich auch einer der besten Marvel-Filme. Und das ist, okay, einer... In den letzten, vielleicht der in den letzten Jahren, der wirklich für mich wieder herausragend war. Und sonst produziert Marvel wirklich viel Mittelmaß im Moment. Mittelmaß, das auch wirklich schlecht ist, wo man wirklich auch darauf einhacken kann. Aber da finde ich jetzt, sind die Reaktionen mega übertrieben. So schlecht ist der Film wirklich nicht. Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen, weil eben Brie Larson und Frauenpower, und das ist im Moment eh nicht so in und gerade Fans. Ich glaube, der Film kommt einfach wegen dem auch ein bisschen mehr Hate über, als er eigentlich objektiv betrachtet verdient hätte. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mega Lust, ich habe halt auch immer noch nicht auf die Marvel-Filme irgendwie. Früher war es wirklich noch im Meer gewesen, aber ich glaube auch, wenn ich wieder mal einen einfachen Actionfilm schaue, dann für das sind es halt andere. Ja, und einer, der nicht 3 Stunden geht, ich finde immer so, da schreckt mich mega ab. Und ja, so 1,5 Stunden finde ich voll okay. Man kann gerne wieder ein bisschen auf das zurückgehen, finde ich. Ja, und sonst musst du einfach gute 80er-Jahre-Actionfilme schauen. Weil zwei ist nämlich jetzt in eine Game-Form adaptiert worden und darum wechseln wir jetzt in die Spielecke. Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke. Robocop, habt ihr das gesehen, den Film aus den 80ern? Nein. Bäh? Entschuldigung, ich weiß, Bildungslücke. Da wäre so einer gewesen, wo man Filmkritik machen könnte, Samuel. Ja, also genau, der ist aus dem 87. Und erzählt in so einem dystopischen USA, Detroit spielt, ich weiß gar nicht, welche Zeit das im Film ist, folgt es halt so dem Murphy, wie ist sein Vorname? Eddie. Alex. Adam. Alex. Egal, also, Murphy. Nicht einmal. Eddie Murphy. Ein Polizist. Er ein Polizist und der wird dann irgendwo von irgendwelchen Gangs, ich weiß nicht, ob er in die Falle gelockt wird, aber er wird dann von denen sozusagen entstellt. Recht brutale Szene, weiss ich noch, wie ich das Kind gesehen habe. Sie ist vor allem so unnötig brutal eigentlich, so richtig, so irgendwie verschiessen sie ihm irgendwie halb den Bauch, also weißt du, mit einem MG. Er hat den Arm weg mit der Shotgun und so, ja, also brutale Szene. Das haben wir so, dann schaue ich nicht. Der Film ist auch ab 18, bin ich recht sicher. Und genau, und dann wird er in so einem, weil die Polizei dort, alles Polizeistaat und so, die wollen das halt modernisieren und die ganzen Gangs sich aufräumen und dann wird er zum Robocop, kommt dann wie so ein, der Kopf und so, ich glaube der Kopf und der Oberkörper oder so und dann wird einfach, kommt er eine Roboterrüstung von Art über und unten siehst du einfach noch sein Gesicht. Hat noch mehrere Filme gegeben, hat sogar Trickfilme gegeben und so. Was es nie geht, soviel ich weiss, ist ein gutes Game. Natürlich diverse gegeben, aber und das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Ich bin jetzt nicht mega dick drin, aber ich habe doch schon irgendwie 5 Stunden oder so gespielt. Ich glaube auch nicht so lange, vielleicht 15 Stunden. Robocop Rogue City für, ich glaube, PC und Next, also PS5 und Xbox Series. Ich glaube nicht für die Alten. Und es ist voll erstaunlich die Vorlage getreu. Also weißt du, es fängt wirklich so der Vibe irgendwie noch gut ein. Und das hat ja so ein bisschen, ich finde wirklich, der Film, ich habe vor ein paar Jahren geschaut, der ist immer noch gut. Der ist einfach gut gemacht, spannend, auch ein brutal, aber hat auch Humor. Halt so von einer typischen 80er-Jahre-Actionfilm, oder? Mhm. Und das ist da auch so. Du spielst, glaube ich, zwischen dem zweiten und dem dritten Film und du bist der Robocop und schaffst als Robocop. Das ist eigentlich sozusagen wirklich, du bist Polizist, oder? Und natürlich mit übertriebenen Gangs und irgendwelchen Punks, wo irgendwie, ganz am Anfang fängt es an, wo so ein Filmstudio nehmen die Leute gefangen und bringen natürlich alle um. Es ist, wie der Film auch
Das ist doch übertrieben brutal. Was weißt du, die erste Mission fängt an, du kommst wirklich stabschienen, du hörst immer seine dumm, 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 seine Füße. Ja, kannst du dir Optionen ausstellen, sie ist gestampft, wenn es dich nervt. Und der Robocop hat so eine ikonische, so eine übertriebene grosse Knarre. Die ist immer so in 3er-Burst. Hey, und dann einfach, dann machst du einfach wurt, wurt, und dann vertätschelt einfach Köpfe und bei der Wand spicken Sachen raus. Wirklich einfach, du schiessest nicht Arm ab und so, es ist auch dort, es spart nicht mit Blut. Das ist, aber weißt du, so, eben, das ist so ein bisschen übertrieben. Und gleichzeitig bist du halt, du hast irgendwelche ihre Drogen, kannst einsammeln und Hinweise finden, und dann so kommst du Erfahrungspunkte über, dann levelst du auf, du bist halt ein guter Polizist, du findest die Sachen und so. Laufst du relativ, wie soll man sagen, wie so eine halb offene Welten. Also du kommst relativ gleich, kommst wie so einen Abschnitt rein, wo du sozusagen auf Patrouille kannst gehen. Du hast dann wie so eine Hauptaufgabe, irgendeinem Hinweis nachgehen. Nebendran hat's aber, kannst auch mit den Leuten reden und der eine ist irgendwie am Graffiti sprayen, dann kannst du den irgendwie anhauen und Dialog und so auswählen. Kannst ihn gerade verhaften oder kannst sagen, also gut, ich... Es gibt eine Warnung. Also natürlich säckelt er zuerst davon. Der Robocop kann dann das scannen, sieht seine Fußabdrücke und so und findest ihn dann in einer Mülltonne. Und so kannst du halt damals ein bisschen entscheiden. Und am Anfang jetzt also eine Mission, dann bist du in der Polizeistation. Der eine sagt, hey, da ist viel zu viele Leute und so. Am Schalter kannst du mal helfen. Und dann der Robocop am Schalter. Und dann kommen die Leute mit ihren Beschwerden. Und der eine sagt irgendwie, hey, keine Ahnung, ich habe irgendeinen Hund und der Hund heisst Fire. Und wenn ich den halt damit rufe, Fire, Fire, hey, dann motzen meine Nachbarn immer wegen Feueralarm und so. Die sollen jetzt mal chillen. Und du kannst dann auswählen, was du machst. Ob man irgendwie einen Buß gibst oder ob sie ignorierst und so. Dann musst du auch so kurz mit 3 Leuten reden. Das ist noch witzig, es hat so die Mischung aus wirklich so, du suchst, untersuchst Tatort, das ist auch so recht oberflächlich, eben scannst ein bisschen und so, sammelst die Hinweise, redest mit den Leuten, es hat auch so auf der Polizeistation und mit den verschiedenen Leuten kannst du reden und eben, dann hat es eine übergreifende Story, wo eben so die, es gibt wie so einen neuen Widersacher in der Stadt, der irgendwie Fäden zieht und natürlich dann irgendwelche Leute umbringt und du musst das verhindern. Und gleichzeitig bist du immer unter Druck, weil du manchmal solche Fehlfunktionen hast und dann musst du wieder zum Psychiater und mit der irgendwelche quatschen. Und es ist einfach, weißt du, wirklich, ja. Es hat all die Sachen drin. Zum Teil vielleicht ist es vielleicht fast zu mondän. Die Sachen, die musst du machen, weißt du, eben so, du kannst mir auch den Bus geben, also wenn es vor dem Feuer vor dem Hydrant parkiert hat, dann kannst du mal so das Zettel schreiben und so. Polizist spielen, schön. Ja. Hat Spaß gemacht. Police Simulator. Hey. Ja, ich finde es eben manchmal phasenweise fast ein bisschen langweilig sein, weil dann läufst du einfach ein bisschen rum. Aber die Areale sind nicht so gross und es hat mega den Vibe von so einem Nullerjahr Ego-Shooter. Also hast du wirklich so auf dem Peak von diesen Ego-Shooter. Weißt du, und Grafik. So, ja, Grafik finde ich aber im Fall wirklich eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, es ist auch so Unreal Engine 5 und eigentlich noch gut gemacht. Also, ich finde, es sieht eigentlich recht okay aus. Also, ich würde sagen, es sieht sogar gut aus. Es ist noch schön das dreckige Detroit. Jetzt bin ich eben gerade bei so... Ich habe das Gefühl, in dieser Szene, wo er zum Robocop wird, in dieser verlassenen Fabrikanlage, dort bin ich, glaube ich, jetzt gerade angekommen. Und und eben gibt es natürlich Upgrade-System. Der langweiligste designte Skilltree, wirklich einfach so grün und dann einfach irgendein Punkt von links nach rechts. Aber dafür gibt es coole Upgrades, wie so irgendwie Schallwellen, wo du den Boden stampfen und fallen alle um. Und deine Waffen kannst du natürlich, damit sie sozusagen das Gegend durch die Wand siehst und du kannst an der Wand abprallen und so dort abschiessen. Spassige Sachen. Und also ich finde es wirklich, das ist tipptopp. Das Einzige, was ich vielleicht noch habe, ist, eben, ich bin jetzt nicht, bin noch nicht fertig. Ich glaube, 15 Stunden habe ich gesagt. 6. Der Robocop ist manchmal halt schon ein bisschen langweilig, weil er halt so ein bisschen emotionslos ist. Er ist halt mehr Roboter wie Mensch. Manchmal hat er schon, sagt er mal einen Witz, aber ich finde, im Film ist das gar nicht so. Also ich finde, dort hat der, habe ich das in Erinnerung, ist das, der hat extrem viel Charakter. Also es ist ein mega spannender Film. Und da, also wieder übrigens vom gleichen, von Peter Weller, also der, wo der Robocop gespielt hat in den Filmen, der ist gut 90 oder so, ich weiß es nicht. Der spielt dann wieder. Er hat auch nicht mehr so viele Emotionen. Kann mal schauen, wie alt ist er, Peter Weller? Ich glaube, es ist mehr, wie es geschrieben ist. Also, ja, er ist einfach
Aber eben, das, vielleicht kommt es noch. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein auf eine Art wie der Schwachpunkt. Der müsste wie so ein bisschen mehr wie der Terminator vielleicht sein. Weißt du, noch eben, ein bisschen mehr im flapsigen Spruch und so. Aber das ist gleich lustig. Die letzte Mission gestern bin ich im Polizeibüro rumgelaufen und habe bei den Leuten Unterschrift für ein Kärtchen gesammelt, für wenn er sich verletzt hat. Und der eine ist unter der Dusche, du musst zuerst das Tüchchen holen und so. Weißt du, da sind schon so Sachen drin. Das ist schon noch geil. So gut. So Robocop. Völlig trivial. Ja, irgendwie. So. Der Robocop. Dumm. Da ist das Tüchchen. Und einfach als Robocop. Das ist schon geil. Oh. Genau, Robocop Rogue City. Also ich kann es sehr empfehlen. Dann haben wir nochmal eins, wo das noch nicht gespielt, da kann ich es empfehlen. Michelle ist weniger angetan gewesen, obwohl du hast auch genau. Deiner Liste gehabt. Und zwar Thirsty Suitor. Genau, ja, ich habe es schon länger auf meiner Liste gehabt. Für Switch habe ich es. Also du kannst es auch für PlayStation, du kannst es auch Steam, kannst auch, also am PC kannst du auch spielen. Kannst du eigentlich überall. Und ich habe vor allem so den Comic-Vibe cool gefunden. Also so die Grafik ist so comichaft, aber ein bisschen realistischer. Also du hast so ein bisschen den 3D-Effekt. Und es ist so, du hast eine Story und du hast eine Figur, die heißt Yala, das ist die Hauptfigur, die spielst du. Die ist auch eine Skaterin. Und ich fand, das ist sicher mega spannend und witzig. Du kannst so eine Skaterin spielen und so ein bisschen eine Story durchgamen. Ja, und ich muss jetzt sagen, ich habe, glaube ich, jetzt knapp die eineinhalb Stunden gespielt, wo der Phil gesagt hat, die musst du machen, damit es wirklich lustig ist. Also so ein bisschen, es hat ein paar coole Sachen drin. Und die habe ich mir jetzt ein bisschen durchgeboxt, wortwörtlich. Also es geht so ein bisschen darum, eben, du bist die Yala und du wirst eigentlich zuerst mal so ein bisschen reingeworfen, bist so in so einer fabelweltmäßigen Plattform mit dem Skateboard. Und es wird eigentlich relativ schnell klar, okay, du kannst so über die Plattformen skaten, über irgendwelche so Stangen sliden. Und dazwischen wird da immer so ein bisschen eine Frage gestellt zu deinem Datingverhalten. Das habe ich schon mal zuerst recht witzig und aber mega absurd gefunden. Es ist ja so eine Erzählerin, die fragt dann, ja und, was findest du für Leute cool und so. Du musst die immer beantworten und dazwischen skatest du dann wieder zu der nächsten Plattform und dort kommt dann die nächste Frage. Und aber wait, Moment, ist das ein, also was ist das für, in was für einem Genre befinden wir uns? Genau. Es ist wirklich sehr absurd. Eben zuerst mal, mal skatest so einfach. Tony Hawk, oder? Genau, am Anfang bist du wirklich, so eine, wirklich wie in einem virtuellen, das ist wie das Intro, genau. Wie das Tutorial, du bist wie in einem virtuellen Raum mit einer Erzählerin, wirklich so, also weißt, ein schwebender Raum, wo es einfach wirklich so Skate-Rails hat und so. Cool. Und also du bist auch selber so ein bisschen verwirrt, so, was soll jetzt da und wo genau befinde ich mich und wer bin ich? Und dann kommt dann eben so die eigentliche Story, also dann zack, kommst du so in deine alte Heimatstadt zurück, Timber Hills heisst die. Und dann merkst du so, gut, die Figur ist nicht so beliebt, dass sie hat Beef mit allen, mit ihrem Ex-Freund, sie hat Beef mit ihren Eltern und so. Und sie ist jetzt aber aus Gründen reingekommen und eben, du weißt nicht genau, warum bin ich überhaupt weg gewesen oder was genau passiert ist. Aber du kommst retour, es ist Abend, es ist offenbar ziemlich kraft, weil deine erste Aufgabe ist so ein bisschen, du musst eine Mitfahrgelegenheit für Hai finden. Also du kommst irgendwie nicht heim und du kommst so zu einem Diner und dann gehst du rein. Und es sieht alles so easy, gemütlich aus. Es ist eben cool gezeichnet und so. Du kannst irgendwie überall mit allem ein bisschen interagieren. Also es hat eine Jukebox, die du kannst anlassen. Du kannst irgendwie einen Hund streicheln. Aber es ist alles sehr spielerisch. Also sie macht ihre Backflips randomly. Und wenn du mit dem Hund streicheln willst, dann musst du auch irgendwie so ein bisschen mit einer Abfolge von Joystick und Tasten machen und so. Es ist alles so ein bisschen weird. Und dann kommt es noch viel komischer, wo du dann nachher auf deinen Ex-Freund triffst. Der ist natürlich immer noch absolut voll verliebt in dich. Und das ist so deine Chance, jetzt zu sagen, hey, das wäre doch meine Mitfahrgelegenheit, wo wir heimfahren können. Und dann fängt es eigentlich so an, mit dem typischen Feature, wo das Game hat, dass du rundenbasierte Kämpfe machst. Und zwar hast du so Skills wie Beleidigungen oder Flirten. Und dann kannst du quasi gegen deinen Ex-Freund kannst du kämpfen, indem du ihn beleidigst oder mit ihm flirtest. Kannst du so auswählen, die verschiedenen Aktivitäten, die du dann machen willst. So die Angriffe, die du dann auslösest. Und dazwischen sind halt immer so die Dialoge. Also du redest mit dem, du erklärst dich so ein bisschen und merkst so, ah gut, das steht noch auf mich. Und dann kommen so ein paar Storys von früher führen und immer zwischen denen zwischen deinen Dialogen kämpfst du eigentlich mit ihm. Und du musst ihn besiegen, damit er dich heimfährt. Und
Es ist wirklich, mich hat es recht, dass Scott Pilgrim erinnert. Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich bin gerade den Trailer am Anschauen und dachte, das ist wie so Scott Pilgrim. Es aber hat auch den Teenie-Drama-Humor, finde ich. Ja. Nö, das und da, die Love-Story-Sachen. Es passt, glaube ich, mega gut in das Ding rein. Und weißt du, die Kämpfe, ich finde, die sind auch so geil animiert, eben wie alles. Also, weißt du, sie bewegt sich dann immer so, kommt irgendwie rum und du kannst dann irgendwie. Der Kampf ist dann oft so, dass du, ich glaube, es heisst taunt, das heisst, du beleidigst sie auf verschiedenen Ebenen, also weißt, irgendwie... Ja, so starke Beleidigungen und du kannst einfach nur einen Typ normal angreifen oder so. Ja, es ist auf eine Art ja, wie das Pokémon-System, weißt du, hast dann wie so verschiedene Kategorien, weißt du, irgendwie, ich sage jetzt mal Naturschaden, Blitzschaden, da ist es halt einfach ein bisschen anders, aber ähnlich, und dann musst du wie seine Schwächen herausfinden mit Taunten. Und dann, wenn du ihn irgendwie traurig machst, wirklich, dann kommt er so typische animierte grosse Tränli-Augen über und nachher ist er eben. Und es verletzt dich und dann kannst du ihn wieder angreifen. So. Dann kannst du ihn wieder. Und ich finde die Animationen sind jetzt völlig abgefahren und, weißt, eben, und du haust ihm so Zeug um den Grind und sie können dich natürlich auch so beleiden und du bist so, oh nein, das kannst du doch nicht sagen über mich. Und dann bist du zwei Runden lang, bist irgendwie. Scheitert in die Angriffe. Völlig absurd. Ja, etwa so. Und es ist auch einfach, die ganzen Animationen sind ein hoher LSD-Trip. Also es wechselt auch mega in der Farbe. Es ist ja dann mal wieder so ein bisschen pink-violett irgendwie alles eingefärbt und so. Also es ist ganz speziell. Ich habe mich irgendwie noch nicht so damit anfreunden können. Und habe dann gefunden, ja gut, der Film hat gesagt, es wird noch lustiger. Und ich besiege dann da den Sergio. Und schlussendlich geben wir dann unseren absolut übertriebenen Händeschlag, dass er mich jetzt heimfährt, wenn ich gewonnen habe gegen ihn. Das ist alles super übertrieben. Und es muss auch irgendwie immer noch so ein Front- oder Backflip irgendwie vorkommen. Why so ever? Immer. Immer. Ja. Wenn sie daheim vom Zimmer steigen oder ins Wohnzimmer kommen, macht sie genau so steht sie dann vor ihren Eltern. Oder wenn sie zum Vater aufs Sofa. Auf Sofa klatscht sie sich mit dem Frontflip. So gut. Natürlich. Muss. Also. Oder auch in die Kleider rein und raus zum Teil. Wirklich fliegt sie in die Kleider rein und so. Einfach, es hat wirklich. Ja, und da führt sie einfach so durch das ganze Game. Also du triffst dann eben deine Eltern und dann merkst du, ja, Mutter ist super hässig auf dich und der Vater ist ganz lieb. Und dann kannst du auch mit denen reden. Natürlich habe ich meine Skill Charme noch nicht und dann kann ich mich noch nicht so drin fühlen. Und bin ein bisschen angriffslustig immer. Und dort auch irgendwie, ja. Also es sieht für mich ein bisschen so, zum Versuchen ein bisschen plastisch zu beschreiben, für die, die nur hören, ein bisschen so wie einen gespielten Film, wo du die Aktionen zwischendurch ein bisschen so eben wie, mache ich einen Backflip, mache ich eine Beleidigung, selbst nur so die Fuß zeigen. Genau, es ist so, du folgst so deren. Oder was auch immer. Das sind alles so ein bisschen Quicktime-Events. Nein, die Sachen machen sie schon selber. Auf eine Art ist es eigentlich wie ein Adventure-Game mit Skaten. Also weißt du okay. Wenn du nachher in diesem gewissen Areal bist, dann bist du am Skaten, kannst überall deine Moves machen. Und dann musst du mit, der ist wie so eine kleine Aufgabe, musst du irgendwie in die eine Bar rein, genau. Mit jemandem reden. Oder eben so einen Highway finden und so. Und dazwischen hast du immer die Story, wo du mit Leuten reden musst, wo du dich mit denen irgendwie befreunden musst oder eben quasi gegen sie. Und immer wenn du mit diesen Leuten zusammen die Dialog führst, denen machst du die Kämpfe. Also da tut sich immer so kombinieren, damit du dann quasi weiterkommst in deiner Story. Ja. Also das ist irgendwie immer neben der Story, dass du Aufgaben hast, dass du die Story vorantreibst eigentlich mit deinen Handlungen. Also du kannst auch immer so wie auswählen, was du sagst. Da kennt man auch so ein bisschen die Story, die du selber kannst wählen, wie es weitergeht oder was du für einen Charakter hast und so. Je nachdem, was du auswählst. Das ist, glaube ich, so das Hauptding. Und eben dazwischen ist so Skateboard, eben du kannst dort die Stadt skateboarden, du kannst überall so ein bisschen hin, auf die Art. Ja. Das Skaten ist recht simpel, es ist schon ein bisschen basierend. Genau, es hat mich auch erinnert, ja, du kannst überall so ein paar Tricklies machen und halt eben über Brunnen rundherum und so, da gibt es ja bei Tony Hawk auch, dass du über alles drüber skaten kannst in der Stadt und so. So habe ich mir das vorgestellt. Genau, also es ist wirklich ein bisschen so. Ja. Genau. Aber du bist noch gleich nicht so warm geworden. Also, noch absurder ist dann geworden, wo ich muss meine Schwester suchen. Also ich habe dann mit meinen Eltern so geredet, eben so mit meinem Ex-Freund überall. Und es kommt dann eben aus, dass ich meine Schwester muss suchen. Und ich komme dann in so einen Skaterpark rein, da kann ich mich natürlich auch voll ausleben. Bis dann irgendwie randomly, dort taucht ein Ex von mir auf und ein Bär. Es ist auch ein skateboardender Bär, wo irgendwie ein bisschen mit mir plaudert und mich irgendwie noch cool findet. Und dann kommt aber raus, dass der Bär mit meiner Ex-Freundin ein Interview soll machen und er will irgendwie nicht so richtig, weil er findet, ja, das mache ich nur mit Skateboarder. Und ich bin natürlich eine, tada. Und,
Also er ist vor allem er hat eine Bärensekte. Und irgendwie all seine Mitglieder halten immer ihre Bärenmasken an. So. Es ist so wunderbar. Ich habe es auch gespielt und meine Frau ist im Zuschauen, sind sie jetzt auch sehr lustig gefunden. Ich glaube, man muss einfach das muss dann einfach irgendwie liegen. Aber ich habe es wirklich es ist erstens unterhaltsam, auch wie sie. Ah, genau, sie hat so die Erzählerin, die immer zwischendrin sich einschaltet. Und da ist eben eigentlich einfach eine Figur in ihrem Kopf. Also über die erfährst du immer zwischendrin, da ist der Ex-Freund oder aha, ich habe mich scheiße benommen. Oder, also sie erklärt immer so ein bisschen anhand von dem, wo du quasi aus deiner Vergangenheit weißt und so. Das ist super. Aber du quatschst, skatest und machst die Kämpfe, weil irgendwie deine Grossmutter aus Indien... Ah ja, genau, du bist Inderin. Du bist, glaube ich, Inderin oder so. Die hat dir natürlich irgendwelche Hochzeitsanwärter... Genau, die hast du natürlich auch immer auf der Straße, wo die belästigen, und gegen die musst du natürlich auch kämpfen, weil du ja die nicht heiraten willst. Oder ich wirklich die Kämpfe, die dummen Dialoge, die sie dann haben, weißt, weil sie... Die reden dort halt wirklich den ganzen Kampf durch, oder? Und mit halt... Versuche dich da, weißt du, hey, ich bin doch der sexy Typ da, wenn ich doch meine Sachen... Zeige dir, wie krass das ich bin und so. Du musst alles abwehren. Also es ist super, wenn man den Humor gerne hat, der Phil ist offenbar sehr begeistert, dann ist das ein volles Ding. Weil da zieht sich doch alles durch. Also, es wird immer noch ein bisschen absurder und überall passiert so ein bisschen so Zeug. Es ist im Fall auch im Game Pass, habe ich gesehen, falls man es bei der hat und mal ausprobieren will. Ja, Xbox hat es auch. Genau, da wäre so da. Super. Hey, ich habe nur noch einen, über das wollte ich nicht gross reden, aber einfach damit ich noch einen Tipp drin habe, wenn ihr Science Fiction gut findet. Und Domi und ich haben schon mal darüber geredet, die Invincible, das ist jetzt eben draussen. Das bin ich eben auch noch am Zocken und ich fall. Das ist einfach. Das hat so abgefahrene, geile Science Fiction. Weißt du, das typische, ich weiß auch nicht, 60er, 70er Jahre Science Fiction Design von so verlassenen Planeten. Fängt super geil aus. Und von eben Stanislav Lem, glaube ich, seine Geschichte. Unglaublich geil. Wirklich. Also wenn ihr so einen Science-Fiction-Walking-Simulator bis gesagt, wieder spielen wollt, hey, mega geil. Kann ich sehr empfehlen. Dann wären wir da am Ende von unserem Podcast und dann danke ich dem Michel, dem Samuel und dem Luca fürs Mitmachen. Euch allen natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis in der Woche. Tschüss miteinander. Tschüss. Ciao miteinander.